Hallo. Ja, es kommt wieder mal ein Haul. Ich habe wieder einiges angesammelt und wollte ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe Klamotten, ein bisschen Accessoires und halt dekorative Kosmetik und zwei Bücher. Ja. Also fangen wir jetzt mal an mit den Klamotten. Warte mal. King, komm mal her. Geh mal hier aus der Ecke raus. Oh, die Dicke. Geh. So. Ich war mal wieder bei Primark, wie immer, und ich schwärme euch ja immer vor diesen Basic-Oberteilen vor, von dem T-Shirt. So langsam habe ich, glaube ich, auch fast alle Farben, denn ich habe mir wieder welche geholt. Die sind super zu empfehlen. Die kosten 3,50 Euro. Die sind Stretch. Gibt es in zig verschiedenen Farben. Leier nicht aus, sind super bequem und als Basic-Dinger echt nur zu empfehlen. Und zwar habe ich hier so ein richtig tolles Blau. Ja, so sieht das aus. Es gibt Rundhalsausschnitt und V-Ausschnitt. Ja, und ich habe beides. Ja, das ist jetzt halt rund. Sehr, sehr cool, sehr, sehr sommerhaft, wenn der Sommer mal kommen würde. Dann habe ich mir ein weißes geholt. Und zwar sieht das so aus. Da ist hier so eine Naht vorne. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, das habe ich mir geholt. Da sind die Ärmelchen so ein bisschen umgenäht. Kann man auch schön drunter ziehen. Ein weißes. Dann habe ich mir noch ein gelbes geholt. Auch jetzt schön für den Sommer. Ein gelbes mit V-Ausschnitt. Ja. Auch sehr, sehr schön. Dann habe ich mir noch ein richtig cooles Neon-Peach-Farbenes geholt. Ich denke mal, es kommt in der Kamera gar nicht so rüber. Schade, wenn ich das näher ranhalte. Ich glaube auch nicht. Also richtig, richtig coole Farbe für den Sommer. Ja, also wie gesagt, jeweils 3,50 Euro. Ein Shirt und die halten bombastisch, ja. Dann war ich bei H&M noch, weil ich vor ein paar Wochen schon mal ein Oberteil gesehen habe. Das fand ich ganz cool. Hab's aber nicht mitgenommen. Warum, weiß ich auch nicht. Und jetzt war ich letzte Woche oder so war ich bei H&M und da gab es das Oberteil nicht in meiner Größe. Da dachte ich, okay, gucke ich vielleicht nochmal, kommst du da nochmal rein. Und gestern war ich dann da und es hang wieder da und zwar in Größe XS, weil es sehr locker geschnitten ist. Das wäre das hier. Das ist mit so Nieten, wenn man das sehen kann. So. Sehr, sehr cool. Der Rand, der ist halt so Satin. So. Und das ist halt sehr, sehr breit geschnitten. Also das ist nicht eng anliegend, auch wenn es jetzt Größe XS ist. Aber das ist doch schon sehr flatterig und ich finde das sehr, sehr cool. Gibt es wohl auch noch in Schwarz, habe ich das eine Mal gesehen, aber gestern nicht. Und dann gab es das auch noch in so beige mit diese Nietendinger, sind dann halt bunt. Aber das fand ich dann nicht so toll. Dann habe ich mir vor 2 Wochen oder so, ich weiß gar nicht, ob ich die gezeigt habe, habe ich mir bei Mango eine Jeans gekauft. Die habe ich bei Jojo gesehen, My Simple Life TV. Und ich fand die so cool und dann gab es die immer nicht in meiner Größe oder war ausverkauft und so. Und dann war ich dann das eine Mal da. Nee, ich habe angerufen, genau. Ich habe angerufen im Mango Store und gefragt, ob sie die und die Hose haben in der und der Größe. Und habe sie geguckt und sagt, ja, haben sie. Und dann habe ich die abgeholt. Und zwar ist das die Jeans. Die ist so eine enge Röhrenjeans in so Batik-Optik. Die ist so cool. Das ist jetzt mit einer meiner Lieblingsjeans geworden. Die ist wirklich, wirklich cool. Ja, die hat damals, glaube ich, vor anno 1850, die hat 36 Euro oder so gekostet. Die gibt es auch noch online.
Auch noch in einer anderen Farbe. Ja, also die ist richtig, richtig cool. Ja, die habe ich sehr, sehr oft an. Und dann habe ich mir letzte Woche Montag eine Hose bei Vero Moda gekauft. Ich wollte eine schwarze Jeans haben, eine enge. Sehe dort eine und die war in Größe 36, was bei mir noch grenzwertig ist. Und ich dachte, okay, dann versuche ich mich da irgendwie reinzuschießen. Montag habe ich sie hier anprobiert, also Montag irgendwie nach dem Kauf kriegte sie nicht zu, außer ich hätte Oberflächenatmung gemacht und nicht viel bewegen. Dann Donnerstag, also vier Tage später habe ich sie nochmal anprobiert, dann passte sie. Und gestern? Nee. Montag wollte ich sie wieder anziehen, ganz toll. Auf einmal, peng, habe ich die Hose gesprengt. Also ist der Knopf abgeflogen. Ja. So viel zum Thema meiner neuen Hose, ne? Jetzt muss ich irgendwie Knopf annähen lassen und doch mal die Oberflächenatmung probieren. Mal gucken. So, dann habe ich noch mal zwei T-Shirts bei Primark gekauft. Und zwar auch wieder die Basics. Wie soll es auch anders sein? Einmal in so einem Petrol. Sehr cool. Und ich zeige das jetzt getrennt, weil die ersten Sachen, die waren noch nicht gewaschen und die jetzt, die waren schon gewaschen. Deswegen, dass ich nicht alle zusammenschmeiße. Und halt auch nochmal so ein blaues, das ist dunkler als das andere. Kann man auch super zu Jeans anziehen. Ja. Und dann habe ich mir den Pullover. Ich weiß gar nicht, seht ihr den? So. Den Pullover, den habe ich mir mal bei H&M geholt. So. So. Der ist halt auch so mit so, ja. Beige und goldene, sag ich ne, Fäden durch. Und eigentlich waren auch noch so goldene Pailletten dran, aber die sind schon vom Waschen, glaub ab. Der ist auch so lockerer geschnitten, ziemlich breiten Ausschnitt, dass man so schulterfrei anziehen kann, auch sehr cool. Und hat halt so einen Dreiviertelarm. Ja, so. So. Das wären jetzt die Klamotten. Dann zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich glaube, die habe ich euch schon gezeigt, die Armbänder. Ja doch, die Nietenarmbänder, die habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt vom Primark, oder? Ja, die können schon mal weg. Dann habe ich mir, es war so ein Set von Armreifen, wo ich aber nur eins schön fand. Und deswegen habe ich aber das ganze Set genommen, weil das hat nur 3,50 Euro gekostet. Das wäre halt jetzt das ganze Set. So. Und ich wollte aber nur den haben. Vielleicht habe ich eine Freundin, die die anderen irgendwie toll findet. Und zwar wollte ich den haben. Mit so einem Herzchen in Beige. Ja, das fand ich ganz cool. Obwohl ich mir auch noch vorstellen könnte, den zu kombinieren damit. Ja. Die anderen sind jetzt nicht so mein Fall. Ja. Das wäre Schmuck. Jetzt kommen wir zur Kosmetik. Ich habe mir wieder zwei Essilacke gekauft. Und zwar einmal den heiß begehrten, berühmt-berüchtigten Penny Talk aus der Essie Mirror Metallics LE. Und zwar wäre das der hier. Das ist dieser angeblich rosé-goldene, obwohl ich den eigentlich irgendwie gar nicht so rosé-gold finde. Und ich hatte den auch einmal drauf. Er sieht zwar nett aus, aber ich, also ich kann dem Hype irgendwie nichts abgewinnen. Ja, ob ich den nochmal lackiere, weiß ich nicht. Eventuell verschenke ich den an einer Freundin oder so. Mal schauen. Also ist jetzt nicht so der Knaller, der mich so aus den Socken gehauen hätte. Dann habe ich mir noch einen geholt, den habe ich bei Diana 0380 gesehen. Den hat sie sich gekauft und lackiert und den fand ich auch ganz cool. Und zwar ist das aus dieser
Bikini, Sowini, Tini, was weiß ich, LE. Also Essie hat jetzt gerade 2 Nagellack-LEs raus. Und das ist der grüne Mojito Madness. Sehr, sehr cool. Der passt so gut zu meinem grünen Blazer, den ich ja mal gekauft habe. Und das wäre eher auf dem Nagel. Habe ich mal. Ich habe sonst keinen Nagellack drauf, aber hier habe ich den drauf. Sehr, sehr cool. Grün habe ich auch noch gar nicht. Und es ist halt so ein richtig schönes sommerliches Green. Ja, das wären die beiden Nagellacke. Dann habe ich mir von Chanel, ich habe ja diese Illusoire d'Ombre Chanel Lidschattenpöttchen. Habe ich ja schon ein paar. Ja. Und es gibt jetzt neue Farben, die wohl auch ins Standardsortiment rüberwandern. Und ich habe mir einen gekauft, und zwar ist es der 88 Abstraction. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Und das ist eine richtig, richtig geile Sommerfarbe. Ich versuche euch mal einen Swatch irgendwie einzublenden. Wenn nicht, dann, wenn jetzt nicht hier, dann auf dem Blog. Richtig, richtig cool. Ich rieche immer in allem drin. Ja, den habe ich mal gekauft. Dann habe ich mir bei Kiko das eine Mal mit Nicole, ich glaube Nicole war das, noch mal einen Lippenstift gekauft. Von diesen Glossy-Dingern. Den habe ich mir gekauft, den habe ich jetzt auch gerade drauf. Sehr, sehr schön, aber sehr schier. Ihr wollt immer Swatch sehen, ne? Ich glaube Swatch sieht man, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt was sehen könnt. So was wäre der. Also wenn ich jetzt schon beim Swatchen bin, dann swatche ich euch doch nochmal eben den Chanel Lidschatten. Dann haben wir das in allen durch und ich muss keine Fotos extra machen. Nimmt der noch auf, ja, ne? Jo. Das war ein bisschen wenig. So eine mußige Paste. So, dass man. So. Das war jetzt ein bisschen viel. Ich hoffe, man sieht irgendwas. Sieht man was? Ja, eigentlich schon, ne? Das wäre der Chanel Lidschatten. Dann habe ich mir einen ganz besonderen Lippenstift gekauft. Und zwar, ich habe ja nur nicht rote Lippenstifte, ne? Das ist ja auch egal. Aber ich suche halt immer noch ein schönes Rot, ein Alltagsrot, was halt einen schönen Blaustich hat, damit die Zähne weißer werden, weil man weiß ja, Lippenstifte mit Blauanteil lassen die Zähne halt weißer wirken. Und ich habe mir einen ganz, ganz tollen gekauft, und zwar einer von Guerlain. Allein die Verpackung. Die sind richtig, richtig toll. Und das wäre dann halt der Lippenstift. Ich hoffe, man sieht irgendwas. Den swatche ich euch auch mal. Ist halt ein schönes Rot. Mit schönem Blaustich. Ja, also der ist sehr, sehr toll. Der hält auch gut und lässt sich super auftragen. Und ja, das ist schon ein besonderes Schätzchen. Dann habe ich mir eine neue Mascara gekauft, weil ich eine schöne Volumenmascara haben wollte. Weil länger habe ich ja durch mein Serum. Und dann hat mir die Dame bei Parfümerie Liebe die Yves Saint Laurent Volume Effect Faux, was weiß ich, keine Ahnung, empfohlen. Und die ist richtig, richtig gut. Die macht so geile Wimpern, und Yves Saint Laurent Mascaras, die riechen immer so toll, finde ich. Ja, also die habe ich mir gekauft und die ist super, super, super. Die nehme ich im Moment nur. Dann habe ich mir aufgrund von Mina, Twinkle Mina, ein Make-up-Stick gekauft, weil man den gut als Concealer benutzen kann.
Und zwar ist das von Vichy Dermablend. Jetzt mal was, ja, Vichy Dermablend. Den Make-up-Stick gekauft in der Farbe. Steht nicht drauf, aber das ist, glaube ich, der Dunkelbronze. Genau. Und so sieht er aus. Und ich nehme den halt als Concealer. Und ich hatte hier so einen dicken, fetten Pickel an der Nase. Den habe ich auch damit abgedeckt. Und das ist richtig, richtig gut. Kriecht aber so ein bisschen in die Falten, was ich bei meinem Shiseido Concealer nicht habe. Aber trotzdem finde ich den sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir eine neue Augencreme gekauft. Und ich bin so, so, so begeistert. Und zwar ist das von Avène. Die Eye Contour Cream. Das ist die hier. Sieht man was? Ja, ne? Und die ist sehr, sehr gut. Man braucht nur ganz wenig auftupfen. Ich mache ja halt unter dem Auge und oben aufs Augenlid dann auch noch. Und die ist sehr, sehr gut. Also die kann man wirklich nur empfehlen. Und dann habe ich mir einen neuen Make-up rein, also Augen-Make-up-Entferner geholt, weil ich finde die Yves Saint Laurent Maske.